Vegan. Kein Fleisch, klar, komplizierte Ernährung. Also die schärfere Variante vom Vegetarischen. Vegan. Das sind die, die kein Fleisch essen, auch keine tierischen Produkte, ne? Die Veganer. Vegan ist doch wahrscheinlich so ohne Milch oder nur Milch. Tofu-Hähnchen und Tofu-Schwein und Tofu-Schnitzel und Tofu-Burger. Alles, was Fleisch ist, in Tofu. Eigentlich eher Verzicht wie Genuss. Ja. Es ist überhaupt nicht mein Ding. Ganz und gar nicht. Vegetarisch bin ich total einverstanden. Aber vegan finde ich idiotisch. Ich glaube, mir wäre es alles zu anstrengend. Man kann sich dran gewöhnen, muss ich sagen. Es war sicherlich eine Umgewöhnungsphase, weil ich auch gerne mal ein schönes Steak esse, muss ich ganz klar sagen. Tiere sind keine Lebensmittel, sondern Lebewesen. Ein Leitsatz und ein Lebensgefühl, dem vor allem junge Großstädter folgen. Und jeden Tag kommen deutschlandweit 200 Menschen dazu. Erik ist Veganer. Seine Freundin Christine noch Vegetarierin. Als wir uns kennengelernt haben, war Erik noch Fleischfresser quasi. sogar ziemlich lang, ne? Fast 2 Jahre oder so. War das Zeit ein bisschen reduziert? Ja, so 1,5 Jahre. Dann bist du eine Zeit lang die vegetarische Schiene mitgefahren? Genau, dann habe ich mich da irgendwie so, naja, angepasst nicht, aber mich mehr mit beschäftigt mit der ganzen Thematik. Du hast ja gesehen, dass es geht. Also. Und ich habe gesehen, dass es geht, weil ich habe dann nicht zweimal gekocht, sondern habe dann eben eine Mahlzeit gekocht für uns beide und die war dann vegetarisch und das war dann fertig. Und irgendwann dann habe ich es dann eben, ja, bin ich umgestiegen, noch weiter, sage ich mal, auf vegan. Und bin bisher damit eigentlich sehr glücklich und soll eigentlich auch so bleiben. Die Vegetarier waren einst Vorbilder in Sachen bewusster Ernährung. Schnee von gestern. Veganer essen jetzt gesund und richtig. Also für mich ist die Situation jetzt total seltsam, weil sonst war ich halt immer diejenige, die irgendwie besonders gegessen hat. So alles irgendwie drumherum musste sich so anpassen. Und jetzt ist er aber derjenige, der dann mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und sagt, nein, das ist aber so und das kannst du so nicht essen, aber das geht nicht. Und der mir auch Sachen erklärt und wo ich jetzt von ihm lernen kann. Für die beiden Kreuzberger hat die konventionelle Hauptstadtgastronomie den Markt noch nicht erkannt. Es ist ja schon ein kleiner Triumph, dass in fast allen Speisekarten vegetarische Gerichte angekommen sind. Stellt sich die Frage, warum machen die Leute das nicht gleich vegan? Dann könnten sie noch mehr erreichen. Ja, gut, hätte man da gleich aber es ist meistens gedeckt. Immer irgendwie Sahne drin oder Ei oder so, sodass er das dann nicht essen kann, ich schon. Doch auch zu Hause bei Vegetarierin Christine und Veganer Erik zeigt sich der Unterschied des Speiseplans. Vor allem am Inhalt des Kühlschranks. Bei dem jungen Paar herrscht sozusagen Gütertrennung auf kulinarischer Ebene. Hier ist wieder die zweigeteilte Sache. Wir haben zum einen natürlich die Eier und die klassische Butter. Die Margarine, die ich zum Backen nehme. Zum Backen. Für Erik kommt hingegen nur die vegane Margarine auf Sojabasis in Frage. Gleiches gilt für Käse. Und auch beim Joghurt geht das Paar getrennte Wege. Christine scheut noch den letzten Schritt hin zum Veganismus. Was mir wirklich schwer fällt, ist Milch. Wirklich. Also ich habe genau wie Erik, die ganzen Sojamilch-Sachen, die es da gibt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Reismilch und das alles durchprobiert und es schmeckt mir nicht wirklich. Und das ist wirklich ein Problem, da hadere ich auch gerade sehr mit mir. Was das Problem ist an der normalen Milch, dass es ja auch von Tieren aus der Massentierhaltung kommt. Kühe ja normalerweise nicht aus freien Zügen das ganze Jahr über Milch geben. Da muss ja schon was passiert sein vorher, also sie muss schwanger gewesen sein oder trächtig gewesen sein. Und das muss ja immer permanent passieren, damit sie Milch geben. Dann zum anderen die Kälber, die dann geschlachtet werden, weil zum einen das Lab gebraucht wird für den Käse und zum anderen dann auf dem Teller landen. Das ist auch etwas, was mir erst so wirklich bewusst geworden ist, seit du jetzt Veganer bist, dass das im Prinzip nicht mehr okay geht. Milchschaum, Kuchen mit Schlagsahne und Torte gibt es im Freckles. Alles vegan. Das Café wird von 2 Quereinsteigerinnen betrieben. Auch die Gäste sind oft Veganismus-Quereinsteiger. Die sind dann natürlich total neugierig und stellen ganz viele Fragen, wollen wissen, was wo wie drin ist, wie das funktioniert, dass da keine Eier drin sind, dass da keine Butter drin ist und dass es trotzdem schmeckt und gar nicht vegan schmeckt.
Nicole Just und Felicia Meyer-Jendro beschäftigen sich intensiv mit der veganen Szene in Berlin. Beide haben einen Blog zum Thema Veganismus. Besonders wichtig ist es den Bloggerinnen, mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Vegansein und Genuss nicht zusammenpassen. Übrigens, auch unter veganen Kuchen gibt es Kalorienbomben. Ich weiß, was ich nehme. Ich auch. Soll ich sagen? Warte, eins, zwei, drei. Ich nehme die Möhre. Also ich nehme den obersten. Ich hätte gern den Apfelsamen. Die Abteilung Kuchen und Torten ist wohl die größte Herausforderung. Es gilt, altbekannte Zutaten des klassischen Backhandwerks zu ersetzen. Neben Eiern und Butter fehlen auch Sahne oder Gelatine. Veganes Backen bedeutet immer, Alternativen auszuprobieren. Die Optik überzeugt schon mal. Erst Foto. Ja. Erst Foto, dann erst hier. Der Klassiker, die Veganer. Die kannst du immer Facebooken ihr Essen, ja. Genau. Das Geschäft läuft. Schließlich wollen auch Veganer schlemmen. Wenn Leute uns fragen, wie das irgendwie funktioniert, dass da gar keine Eier drin sind und keine Butter, dann verraten wir denen natürlich so ungefähr, wie das geht. Zum Beispiel gibt es Eiersatzpulver oder man kann Sojamehl nehmen, man kann aber auch einfach das Ei weglassen. Das funktioniert meistens auch, es hält trotzdem zusammen. Das Ergebnis scheint unter den fehlenden herkömmlichen Zutaten nicht zu leiden. Sehr gut. Das ist so ganz typisch bei Veganern, weil oft ist ja bei Veganern das Problem, dass die Leute denen sagen, ja, und was kannst du denn überhaupt noch essen? Also hat sich irgendwie so als Reflex entwickelt, dass alle ein Album haben, bei Facebook zum Beispiel, auf dem sie posten, was sie alles essen. Das hat auch was damit zu tun, einfach vegane Locations irgendwie über Facebook und Twitter und so weiter zu stärken, aber natürlich ist es auch Recherche. Eine Recherchetour der angenehmen Art. Immer mit dabei, Hundedame Raga. Der nächste Weg führt Nicole und Felicia nach Friedrichshain. Wie Kreuzberg, auch ein Bezirk mit einer mittlerweile stattlichen veganen Szene. Hallo. Hallo. Oh. Ja, wir haben richtig Hunger. Die sind ja alle vegan, oder? Ja. Das heißt, ach guck mal, Bolognese und Käse. Ihr macht aber nur vegane Sachen, oder? Oder ja. Auch vegetarisch? Nein, nach 100% vegan jetzt. Ja? Ja. Ach so, das war aber früher anders, ne? Ja, es war damals vegetarisch und vegan, jetzt 100% vegan. Ich hätte gern den Crepe Laura Bassi. Ja. Boah, der hört sich ja lecker an. Ich nehme Spinatwalnuss. Quiche bitte. Okay. Bei allem Genuss ist die Entscheidung, vegan zu leben, in fast allen Fällen eine ethische. Tierrechte spielen dabei die zentrale Rolle. Jeder, der sich für ein tierleidfreies Leben entscheidet, hat seine eigene Geschichte. Ja, bei mir bitte. Dankeschön. Ich komme aus einer Metzgerfamilie. Mein Opa war Metzgermeister und Jäger. Und bei uns gab es jeden Tag Fleisch. Also das war auch, gehörte zum Familienritual dazu. Eines Tages habe ich durch Zufall ein Buch in die Hand bekommen, habe angefangen, das zu lesen und bin, während ich dieses Buch gelesen habe, zur Veganerin geworden, also von einem Tag auf den anderen. Ich habe dann für mich, um mir selber den Druck zu nehmen, gesagt, okay, das ist jetzt ein Experiment, ich mache das mal 2-3 Wochen, aber wusste eigentlich schon nach einer Woche, das wird jetzt immer so bleiben und das ist jetzt 4 Jahre her und das ist auch so geblieben. Ich komme ähnlich wie Nicole aus so einer Familie, die null vegan affin ist, also mein Vater war zwar nicht Metzger, aber meine Tante, die raspelt Wildschweinköpfe und macht daraus Pâté de Tête und sowas, also auch sehr rabiat. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Also im Prinzip wollte ich mir ein gutes Gewissen ergoogeln und dachte, Bio ist die Lösung. Und wollte sehen, wie eine Bio-Schlachtung aussieht. Und es war so grauenvoll, dass ich wirklich 1,5 Wochen oder 2 Wochen beinahe eine Depression hatte. Also es war wirklich schlimm. Und dann wurde ich erstmal Vegetarierin. Aber gar nicht, weil ich jetzt vegan nicht wollte. Aber ich war einfach unterinformiert und dachte, ja, wieso den Kühen und den Hühnern passiert ja nichts. Ja, und irgendwann habe ich es dann wieder gegoogelt und dann gesehen, wie diese Küken gesext wurden. Also das heißt, dass die männlichen und weiblichen aussortiert werden. Die männlichen werden lebendig geschreddert und der Schnabel heiß abgesäbelt.
Und also es war einfach so grausam, dass ich einfach dachte, also wenn man im Einklang mit seinem Gewissen leben will, dann ist es eigentlich die logische Konsequenz. Und ich dachte, dann wird jetzt eine karge Zeit der Essensumstellung folgen. Ich dachte, ich werde nie wieder lecker essen und dachte, okay, aber das muss ich jetzt hinnehmen. Und es kam alles anders als gedacht. Ja, man kann die auch mit Früchten machen und dann mit Marmelade flambieren. Warst du schon mal im Wöhner? Nee. Aber da bin ich ja echt gespannt drauf. Ja, da gibt es richtig leckeren veganen Döner. Selbst vor dem Berliner Fleischklassiker, dem Döner, macht die vegane Bewegung nicht Halt. Gewürztes Weizenfleisch, oder besser Seitan genannt, ein Produkt aus Weizeneiweiß, wird im klassischen Dönergrill zubereitet. Die perfekte fleischlose Illusion. Oh, guck mal. Mmh, so lecker. Mmh. So, jetzt beiße ich mal ganz elegant da rein. Döner muss man immer so essen. Mmh. Alleine, im Dunkeln. Mm, ja. Zu Hause. Das ist der, neben der Dusche. Das nordöstliche Ende Berlins. Wenn man von Berlin spricht, vergisst man oft, dass die Stadt mehr ist als Mitte oder Charlottenburg. Hier in Wartenberg wohnt Studentin Niki. Sie lebt seit einem halben Jahr vegan und kann von einem Angebot wie in den Innenstadtbezirken nur träumen. Ich wohne ja in Wartenberg. Viele Berliner wissen gar nicht, wo das ist. Das ist halt weit weg von der Stadt. Und da muss ich halt gucken, wo ich vegane Produkte herbekomme, wenn ich jetzt nicht gerade in Mitte wohne, wo es einen ganz tollen veganen Supermarkt gibt. Klar kann man Gemüse und Obst kaufen. Ich frage auch oft an der Kasse, haben Sie hier irgendwelche veganen Produkte oder haben Sie wenigstens Tofu? Ich muss halt oft suchen. Will sie mehr als das Standardsortiment, bleibt ihr der Weg in die City nicht erspart. Oder sie hat Glück und entdeckt auch hier mal etwas ausgefallenere Produkte. Ich habe gerade Topinambur entdeckt. Das habe ich hier sonst nie gesehen, sonst immer irgendwie auf Wochenmarkt oder halt im veganen Supermarkt. Ich war sehr überrascht und ich freue mich, das mal auszuprobieren. Ich habe nämlich nur Gutes über Topinambur gelesen. Soll super schmecken und super gesund sein. Ein weiteres Problem. Seitens der Hersteller mangelt es an einer erkennbaren, einheitlichen Kennzeichnung. Aber es gibt bereits mobile Helferlein, die verraten, ob denn nun ein Produkt auch tatsächlich vegan ist. Ich habe da was ganz Tolles, und zwar eine App. Die würde mir dann sagen, ob das denn auch stimmt. Es geht ganz schnell. Ich muss einfach nur den Barcode scannen. Ja, wurde auch schon mal empfohlen. Also kann ich es nehmen. Bei nicht erfassten Produkten bleibt nur das mühsame Durcharbeiten der kompletten Zutatenliste. Oft gleicht die Suche, zum Beispiel nach veganen Süßigkeiten, der nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Da braucht man Zeit oder hilfsbereites Verkaufspersonal. Dabei könnte es viel einfacher sein. Ja, danke schön. Vielen Dank. Also ich wünsche mir, also es wäre meine Wunschvorstellung, so eine Ecke mit allen veganen Produkten, die sie haben. Also keine speziellen veganen, sondern ich denke, man findet auch überall in dem ganz normalen Regal auch irgendwas, was vegan ist, ohne speziell für Veganer da zu sein. Ja? Und dass man so eine kleine Ecke hat und dann weiß ich, ich gehe da hin und muss jetzt nicht durch den ganzen Laden gehen und mir das alles raussuchen. Genau. Ja, also das wäre jetzt meine, ja, also mein größter Wunsch. So genau, wie viele Bioprodukte, hast. genau. Ja, das wäre ganz toll. Ja. Ja, mal einen Vorschlag. Ja, könnte man ja machen. Ja, und zeigen Sie mir gleich, wo der Sojajoghurt hier ist. Es ist früh am Morgen. Die Stände des Bauernmarktes in Berlin-Mitte stehen kaum. Genau die richtige Zeit für die drei Köche des veganen Edelrestaurants Kops. Sie sind unterwegs, um sich das frischeste Gemüse zu sichern.
Mit Supermarktprodukten haben Benjamin Löttrich, Markus Kümmel und Michael Hartmann nichts am Hut. Hast du gestern erst ausgebuddelt? So was will ich hören. Ja? Besser geht das nicht. Ja? Gestern erst ausgebuddelt ist klasse. Wir kochen im Kops alle 2 Monate eine neue Speisekarte. Einfach aus dem Grund, um wirklich alle saisonalen Produkte abgreifen zu können. Weil Gemüse muss nicht langweilig sein. Ne? Also auch die Veganer können Spaß haben am Essen. Und dafür sorgen wir. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Wir gehen jetzt kochen. Macht es. Wunderbar. Ja, tschüss. Die Gäste des Kops wollen immer wieder mit neuen Ideen überrascht werden. Deswegen nehmen sich die Köche regelmäßig Zeit zu experimentieren. Auf die Karte werden es jedoch nur wenige der Kreationen schaffen. Vielleicht Bennys veganes Spiegelei. Schön ist, die Kichererbse bringt schläfrige Aromen mit, so ähnlich wie man die auch im Eigelb findet. Deswegen gelingt es einem mit der Kichererbse immer ganz gut, einen Ei-Geschmack zu imitieren. Das Eiklar, das werde ich über eine Sojamilch produzieren. Die werde ich einfach nur abschmecken mit ein bisschen Pfeffer, Salz, ein klein wenig Muskat. Das sind alles Aromaten, die einem auch in einem Spiegelei so begegnen würden. Währenddessen entwirft Markus Kümmel eine neue Dessertkreation aus glasierten Erdbeeren, Waldmeister-Sorbet und Birkensaft. Die ganzen Baumsäfte, sowas wie Ahorn, Birke und sowas, das ist total in Vergessenheit geraten. Wird hauptsächlich nur noch in Osteuropa gemacht. Und einige Naturvölker in Amerika beschäftigen sich auch noch damit. Es gibt essbare Rinden, also zum Beispiel Ahorn. Hier in Europa ist es die Birke. Die kann man im Frühjahr, wenn die anfängt zu treiben, kann man die anritzen oder einfach mal einen Ast absägen. Da hängt man einfach einen Eimer ran. Und die Birke gibt 5 bis 15 Liter pro Tag Birkensaft, den man sofort trinken kann. Den kann man sich auch haltbar machen, indem man ihn einmal aufkocht und Flaschen abfüllt. Dann hat man das ganze Jahr wirklich super Birkensaft, extrem reich an Spurenelementen, erfrischend im Sommer, eiskalt zu genießen. Man kann Eis draus machen, man kann alles draus machen. Zum Beispiel zaubert Koch Markus Kümmel aus dem schlichten Grundprodukt Birkensaft, den er in ein Kalzitbad tropfen lässt, kleine Perlen, die dem Dessert den letzten Schliff verleihen sollen. Das Ganze nennt sich dann Birkenkaviar. Währenddessen macht Michael Hartmann aus dem frischen Gemüse ein Leipziger Allerlei. Ein weiterer Bestandteil sind Flusskrebsschwänze. Die müssen natürlich rein vegan sein. Ich will auch lachen. Wir wollen ja diese Flusskrebse imitieren, ja? Aber nicht so. Aber nicht so. Was hast du für einen Tofu reingegeben? Den ganz normalen, ja. Wir also hätten vielleicht den Seidentofu hätte nehmen sollen. Ja. Aber darf man nicht vergessen, das ist immer pures Eiweiß. Ja. Und sobald du Seitan dazu gibst, verkleistert der Seitan sofort. Ja. Er zieht sofort das Wasser raus und alle Aromen. Das wird so nix. Wenn man was experimentiert, dann kann auch was in die Hose gehen. Ja? Und das ist diesmal passiert. Nee, ich glaube noch nicht, das ist noch nicht in die Hose gegangen. Ja. Da arbeiten wir noch aus. Das Nachbauen klassischer Gerichte mit rein veganen Zutaten ist eine der Disziplinen, die immer mehr junge Köche reizt. Die vegane Küche zwingt Köche dazu, Neues auszuprobieren und sich kreativ auszutoben. Die vegane Küche an sich ist ja nicht sehr alt. Also zumindest nicht die Form, die wir da gerade draus machen. Deswegen bietet das jede Menge Spannung und jede Menge Herausforderung für einen jungen Koch. Und so bin ich da eigentlich drin geraten und habe mich auch so daraufhin ein bisschen drin verbissen. Während das Spiegelei schon fertig ist, wird an den Krebsschwänzen noch immer herum experimentiert. Oh ja, das ist super. Das wird gut jetzt, ja. Ja. Oh ja, oh ja, ja, oh ja, ja. Kann man? Ja. Das sieht sehr gut aus. Ja. Wenn das jetzt noch schmeckt. Das ist gut. Das ist sehr Konsistenz gut. Konsistenz ist sehr gut, ja. Ja. So, mal gucken, wie es wird, wenn du es ins Wasser reingibst. Genau. Wollen wir mal erstmal antesten? Ja, klar, machen wir mal eine Probe, ja. Na los, komm. Am Ende des Experimentiertages stehen zur Verkostung bereit das Leipziger Allerlei samt der falschen, aber ethisch korrekten Flusskrebse, die Dessert-Variationen und natürlich Bennys Spiegelei. Die Idee war, ein Wachtelei zu imitieren. Das ist dieses Element hier. Dann gibt es einen Mini-Spinatsalat, der befindet sich hier unten drunter. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob das so schmeckt.
Ja, perfekt, ne? Das schmeckt so doll nach Ei, ja. Das kann sich keiner vorstellen. Das Dessert von Markus ist an der Reihe. Etwas Besonderes, das innovative Waldmeister-Sorbet mit Birkenkaviar. Von süß über etwas säuerlich, über etwas bitter. Das ist schon ein Spiel in der Zunge. Ne? Aus Seitan und Tofu haben wir uns Flusskrebse nachgebaut. Das sind die hier, ja? Genau. Ist ja von der Konsistenz beängstigend nah dran, nicht wahr? Ja. Was es davon auf die Karte schafft, wird sich zeigen. Von Berlins schicker Mitte zurück nach Wartenberg. Hier hält Studentin Niki im Drogeriemarkt um die Ecke nach veganen Produkten Ausschau. Denn vegan sein hört nicht auf dem Teller auf. Der Griff zum korrekten Produkt kann übrigens ganz schön ins Geld gehen. Ja, 3 Euro. Früher habe ich nur 55 Cent ausgegeben. Das Problem der unklaren Kennzeichnung zieht sich durch alle Produkte. So steht Niki oft vor der Frage, ethisch korrekt oder nicht. Bei Kosmetik gucke ich schon drauf, dass das vegane Zeichen drauf ist, das mit der Blume. Aber hier sehe ich das nicht. Steht zwar Naturkosmetik und Bio-Granatapfelextrakt, aber ich sehe kein veganes Zeichen. Bei manchen Sachen ist ein veganes Zeichen, das ist ganz toll, dann kann ich es einfach nehmen, ohne darüber nachzudenken. Aber hier würde ich jetzt versuchen, eine Mitarbeiterin zu fragen, vielleicht kann sie mir da helfen. Wissen Sie, ob hier die Lippenstifte vegan sind, ob da irgendwelche tierischen Inhaltsstoffe drin sind? Also bei der Altera Naturkosmetik nicht. Ach so, okay, trotz, dass da keine diese vegane Blume drauf ist, ja. Das ist, also wie gesagt, bei der Altera Naturkosmetik spricht er eigentlich auch dafür. Okay, also kann ich jetzt ruhig mir so einen Lippenstift kaufen und kann sicher sein, dass da jetzt keine Experimente an Tieren durchgeführt wurden und tierische Inhaltsstoffe. Ach so, cool. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Die täglichen Einkäufe bekommt Niki auch hier irgendwie hin. Doch das hippe, vegane Lebensgefühl ist das nicht. Ich muss immer in die Stadt reinfahren. Also ich brauche mindestens eine halbe Stunde oder manchmal sogar eine Stunde, bis ich in ein veganes Restaurant komme oder in irgendein Imbiss wie zum Beispiel Böhner. Da war ich noch gar nicht, weil es halt für mich weiter weg ist. Also muss ich mir extra einen Tag dafür nehmen, um da hinzufahren. Ja, das vermisse ich halt, dass man einfach so rausgeht, irgendwo sich hinsetzt, was isst, also das fehlt halt hier. Ganz anders in der City. Die beiden Bloggerinnen sind auf ihrer Tour durchs vegane Berlin inzwischen in Prenzlauer Berg angekommen. Zeit für den nächsten Snack. In der Vego Food World gibt's klassisches Fastfood, wobei sich über Sinn und Unsinn tierfreier Currywurst und Burger auch die vegane Gemeinde uneins ist. Es gibt ja so zwei Fraktionen, manche, die sagen, die verstehen überhaupt nicht, warum die Veganer Fleischprodukte nachahmen. Man kann, wenn man sich einmal vom Fleisch abwendet, warum man das dann nachstellen muss. Und dann gibt es die anderen, die das gerne essen, so, zu denen gehöre ich. Weil es ist aber auch so, als ich damals Steak gegessen habe, ich habe sehr viel Steak gegessen und Lammkoteletts, habe ich ja nicht gedacht, ich esse jetzt totes Tier. Ich habe es gegessen, weil es mir schmeckt. So, und genau das Gleiche, wenn ich diesen Geschmack nachproduzieren kann, dann esse ich es auch. Also es kommt mir nicht aufs tote Tier an und damals kam es mir auch nicht an. Es war eher ein Hinderungsgrund. Und deshalb, wer das aus seinem, von seinem Speiseplan komplett streichen will, also das kann ich verstehen, aber ich mache es nicht und es gibt für mich auch keinen Grund. Ich denke auch, dass die meisten Menschen das gerade am Anfang einer veganen oder vegetarischen Ernährung sehr, sehr viel essen. Also mir ging es zum Beispiel so. Wir sind alle oder die meisten von uns mit diesem Geschmack, mit dem deftigen, was so zubereitetes Fleisch hat, aufgewachsen. Und es ist einfacher, erstmal mit diesen Geschmäckern weiterzumachen und dann so Stück für Stück auch mehr Gemüsesorten, saisonale Sachen und so weiter mit in den Speiseplan aufzunehmen. Wie immer. Kannst du mir gleich sagen. Cheese, Chili-Burger. Das Essen ist der zentrale Aspekt des Veganismus. Ein anderer ist Kleidung. Auch hierfür gibt es in Berlin inzwischen Geschäfte, eigens für vegane Mode. Wie das Dear Goods in Prenzlauer Berg. Aber ich mag, dass das so weit geschnitten ist. Dann können wir nämlich ganz viel essen. Ja, stimmt. Und uns wohlfühlen dabei. Ja. Das ist auch ganz cool. Ja? Oh, was ist das? Die Chinos sind auch sehr schön. Das ist ein Berliner Label. Twatches aus der Weserstraße. Ist das bauchfrei gedacht?
Der ist so dieser typische Oversize-Look. Und der Print ist auf dem Tempelhofer Feld gemacht worden. Aha. Die Designerin geht halt mit der Kamera immer durch Neukölln und schießt Bilder. Und was ist das für Stoff? Das ist auch Biobaumwolle und das lässt sie dann bedrucken. Das ist dann zertifiziert nach GOTS-Standards. Mhm. Also das ist halt der Standard, der halt besagt, dass es ökologisch produziert wurde und dass soziale Standards eingehalten wurden. Mhm. Als Veganer beim Kleidung kaufen muss man einmal darauf achten, dass es halt eben keine tierischen Produkte enthält. Das heißt, dass es keine tierische Wolle enthält, kein Leder, keine Seide. Und wir versuchen einfach hier mit dem Konzept halt zu zeigen, dass es auch geht, vegane Bekleidung zu kaufen, ohne darauf verzichten zu müssen, jetzt irgendwas Schönes zu tragen oder was besonders ausgefallen ist. Und kann trotzdem stylisch sein. Das ergänzt sich halt alles. Das schöne Design und die ethischen Kriterien, Tierschutz, Ökologie und Fairtrade. Kannst du uns sagen, was das für ein Außenmaterial ist? Weil es sieht ja wirklich sehr lederähnlich aus, ne? Genau, also es ist halt ein Kunstleder, mhm. Kunststoffmaterial. Das Innenmaterial ist zu 100% aus recycelten PET-Flaschen. Und das Außenmaterial muss halt neues Material sein, das kriegt man halt nicht recycelt so hin. Und die haben einfach seit 95 machen die vegane Lederimitate mhm. und haben dadurch einfach super viel Erfahrung und machen einfach ein schönes Design, finde ich. Und trotzdem korrekt, ethisch korrekt. Mhm. Also ist echt beeindruckend. Sieht jetzt auch nicht aus wie so billig Plaste. Ein befriedigender Abschluss der heutigen Recherchetour. Jetzt können Nicole und Felicia auch die Leserinnen und Leser ihrer Blogs wieder auf den neuesten Stand bringen, was das vegane Berlin an Neuem oder Bewährtem zu bieten hat. Christine und Erik sind mit der veganen Infrastruktur in Kreuzberg zwar gut versorgt, aber dennoch fahren sie regelmäßig ins Veganz, einem veganen Vollsortiment-Supermarkt, auch in Prenzlauer Berg. Bei rund 6000 pflanzlichen Produkten gibt es immer etwas zu entdecken. Können wir das mal mitnehmen? Oh, probieren. Was gibt's noch? Frisch Mehl und zart bitter. Nein, nicht mit Schaf. Ja, das ist ja ein bisschen außergewöhnlich, sage ich mal. Die Schoko-Aufstrich-Alternativen. Okay, die hatten wir schon mal in einem anderen Supermarkt gefunden. Genau. Wo hast du die sonst her? Die war auch von hier. Die hatten wir hier geholt, als wir. Nee, die hatten wir. Da war noch. Weiß ich nicht mehr, wo aber ich die hatte. Hat nicht. Und das ist hier die von der Sorte, wo es auch das Eis und so gibt. Aber die hattest du noch nicht? Nee. Aber die Auswahl ist ja nur ein bisschen größer als sonst. Das ist riesig. Auch unter den Veganern gibt es Fans von Fast Food und Fertiggerichten. Christine und Erik gehören nicht dazu. Die Würstchen da, die sehen für mich zu echt aus. Ich finde es dann schon wieder eklig. Also, das ist gut. Also mir ist es nichts. Und bei dir? Ja, nee, ich finde es auch. Also ab und zu mal eine Pizza, okay. Aber dann wäre es auch schon wieder vorbei. Also ich brauche kein Festtagsbraten, der schon fertig ist. Und auch kein Burger. Oder Cocktailwürstchen. Ja, das würde bei mir auch nicht auf den Teller kommen. Wenn dann lieber selbst machen. Fast Food bleibt immer noch Fast Food, also auch vegan oder nicht. Ich entscheide mich ja für eine gesundere Lebensweise. Und die mache ich ja auch, indem ich mir selber Sachen kochen will. Indem ich auch ein ganz anderes Bewusstsein zum Essen wieder bekomme. Das kriege ich Karton aufreißen und in den Ofen schieben nicht. Also, das ist nichts anderes. Bei Nicole und Felicia wird frisch gekocht. Erster Gang Gewürzpolenta mit Kräuter, Kürbismayonnaise, ja? Richtig. Einmal im Monat veranstalten die beiden unter dem Label Mundart Berlin vegane Dinner-Events. Im lauschigen Ambiente von Freddy Lecks Küche im Berlin-Moabit wird dann gefeiert, getrunken und geschlemmt. Dann Süßkartoffel, Pastinakenstampf, Meerrettich, Tempeh und gebratener Mangold. Ja, ist auch noch so. Quark, Tiramisu, bitte. Für fast 20 Gäste wird nun gekocht und eingedeckt. Schauspieler Dirk Martens alias Freddy Leck stellt die Location und kommt auch gern mal vorbei. Der Event hat so etwas von einem großen Familienessen. Es geht nicht nur um richtige Ernährung. Kochen hat, egal ob das jetzt vegan ist oder nicht, einfach immer mit Liebe zu tun. Das ist ja das, was wir auch versuchen hier
zu bewahren. Also, dass sich wirklich die Menschen Zeit zum Essen nehmen. Also dieses Dinner heute Abend wird einige Stunden in Anspruch nehmen und das ist eine Zeitspanne, die man normalerweise sich nicht zum Essen Zeit nimmt. Die Leute wissen, dass wenn sie zu uns kommen, also wir haben gerne Spaß, wir essen gerne und ja, das ist der Mindeststandard, der sie erwartet. Also ich bin ja, wir sind ja nur vegan geworden, der Tierrechte wegen, nicht weil wir jetzt irgendwie ein schlechteres Leben führen wollten. Wir führen nur ein besseres. Freundin Pia ist zum Helfen gekommen. Nicole kümmert sich um den Hauptgang. Es gibt Süßkartoffel-Pastinakenstampf und Meerrettich-Tempeh. Ja. Tempeh, das sieht man jetzt hier gar nicht mehr so gut, besteht aus Sojabohnen. Also das sind Sojabohnen, die gekocht werden und dann zusammengepresst. Und dann wird da ein Lebensmittelpilz eingeimpft, also ähnlich wie beim Camembert. Und der wächst dann um die Sojabohnen herum und fermentiert und so entsteht die Form. Der ist dann nachher schnittfest und kann angebraten werden. Der schmeckt von sich aus erstmal nach gar nichts. Als Zwischengang heute Abend Zucchini mit Sesamquark. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die backe oder einfach so lasse. Ich glaube, ich backe sie noch mal ganz kurz an, damit sie so ein bisschen weich sind. Ja, finde ich gut. Du würdest sie nicht roh essen, oder? Ich würde sie nicht so gern roh essen. Gut. Ich würde sie ja zum Beispiel roh essen, aber das finde ich gut. Dann mache ich einfach so ein Mittelding. Sonst erschrecken die Leute. Die natürlich sich knackig sind. Ja, die sind knackig und die sind mariniert. Aber ich kann ja mal Probe beißen. Also die bleiben ja, die werden ja dann nicht weich oder so. Noch ein paar Handgriffe und alles ist bereit für die heutigen Supper Club Gäste. Im Restaurant Fiasco in Kreuzberg findet heute Abend ein veganer Stammtisch statt. Zum ersten Mal ist auch Studentin Niki mit dabei. Von Wartenberg bis nach Kreuzberg habe ich jetzt circa eine Stunde gebraucht. Aber das nehme ich in Kauf, weil ich freue mich schon auf den Abend. Ich werde jetzt das erste Mal so viele Veganer auf einmal sehen. Das ist schon ein komisches Gefühl, endlich mal so unter Gleichgesinnten zu sein, was ja nicht jeden Tag der Fall ist. Ja, ich freue mich jetzt und mal gucken, ich tausche mich bestimmt mit Leuten aus, frage mal, wie lange die Veganer sind, was die so machen und wie lange die das schon sind. Und ja, ich werde bestimmt viele Fragen stellen heute. Als Verstärkung hat die 27-Jährige ihre Schwester mitgebracht. Auch wenn es eine Premiere ist, sind den beiden Berührungsängste fremd. Niki plaudert munter drauf los. Wenn ihr richtig Hunger habt, dann ist der Gyros-Teller super, weil das ist mit Abstand der größte Portion hier. Ja, den wollte ich sowieso nehmen, weil wir sind ja halb Griechinnen. Mal gucken, wie der vegane Gyros schmeckt. Genau. Also das ist wirklich sehr gut, wird man sehr satt von. Ja, das cool. Gute ist, du musst nirgendwo schauen, ob es vegan ist, weil alles es vegan ist. Es ist alles vegan, genau. Ja, das ist ja das Tolle daran. Und wie lange seid ihr denn schon so Veganer? 8 Jahre? Bitte. 8 Jahre? Ja, wow. Also ich bin ja erst ein halbes Jahr. Heute übrigens ein halbes Jahr, ja. Und fühlst du dich so wohl mit dem veganen Leben, sag ich mal, oder? Ja, absolut, ja. Ja. Also ich habe nie gezweifelt, also in diesen 6 Monaten. Nee, also ich fühle mich super. Vor allem, ich freue mich total, weil es ist das erste Mal, dass ich jetzt unter so vielen Veganern bin. Und das ist echt ein tolles Gefühl. Weil normalerweise, klar, auch Freunde verstehen das ja dann auch wahrscheinlich nicht, ne? Wenn man, die fragen sich dann mir, hast du denn keine Mangelerscheinungen dann? Und wo bekommst du denn Eiweiß her? Und solche Sachen, ja. Der Stammtisch ist deshalb wichtig, weil es hilft den Leuten ungemein zu sehen, sie sind damit nicht alleine. Manchmal ist man ja doch irgendwie eine Sonderrolle dadurch, dass man sich anders ernährt als vielleicht sein familiäres oder berufliches Umfeld. Und so ist einfach angenehm zu sehen. Es gibt ganz viele ganz unterschiedliche Leute, die sich so ernähren und ja, kann sich über alles Mögliche, nicht nur über das Essen austauschen.
und lernt auch Leute kennen dadurch natürlich. Die Leute sind super nett, freundlich. Man tauscht sich halt aus, wie es so ist in der Familie, wenn man jetzt Veganer wird. Wie reagiert die Familie oder der Freundeskreis? Und ich habe schon verschiedene Aussagen jetzt hier gehört. Also die anderen hatten halt eher Probleme und hatten etwas gedauert, bis die Familie das irgendwie eingesehen hat und mitgemacht hat. Bei den anderen ist irgendwie eine Beziehung irgendwie dadurch irgendwie kaputt gegangen und solche Sachen. Also da habe ich es echt gut. Es scheint, als sei Niki endgültig in der veganen Szene angekommen. Christine und Erik machen heute einen veganen Kochkurs. Unter der Leitung von Björn Moschinski, einem der prominentesten veganen Köche Deutschlands, will das vegetarisch-vegane Paar seinen kulinarischen Horizont erweitern. Damit liegen sie voll im Trend. Wie viel Tomaten wollt ihr denn haben? Also wie viel Gramm sollten das sein? Wie steht drauf? 100 Gramm. Denkt ihr, das ist... Nee. Sag mal, wollen wir ausmessen, wie viel das sind? Alle zusammen? Dieser Hype, der Veganismus hat, ist einerseits sehr positiv, weil die Leute ein Bewusstsein entwickeln und auch vor allen Dingen dabei bleiben. Und das ist so das Schöne dran, dass man halt jetzt halt eine Bewegung bemerkt. Ja? Also die Leute, die ernähren sich bewusster, die denken darüber nach, was sie konsumieren, wie viel sie davon konsumieren. Geht auch mit der Nachhaltigkeit weiter. Sie gucken halt eben auch an sich runter und sagen so, was trage ich denn überhaupt? Ja? Was früher halt selten gemacht wurde. Das ist halt so eine sehr schöne Entwicklung, die gerade passiert. Moschinski lebt seit 19 Jahren vegan und ist einer der Vorreiter der veganen Bewegung. Seine Kochkurse sind immer ausgebucht. Wir haben jetzt hier unser texturiertes Soja, aus dem wir dann die Bolognese machen. Ich hatte euch ja erst erklärt gehabt, dass wir das wirklich nur benetzen müssen. Und jetzt gebe ich das ganz einfach hier rein. Immer noch zu wenig. So, und das war's. Das Sojaprodukt kann in vielfältiger Form Fleisch ersetzen. Die Zubereitung der fleischlosen Bolognese-Soße ist nicht nur simpel, sondern auch eine Alternative für die herkömmliche Küche. Die Kräuter, ja, aber die Basilikum gar nicht hacken. Die Basilikum nehmen wir halt frisch mit rein. Genau, machen wir bitte. Die Basilikum machen wir einfach so drauf oben. Und den Thymian bitte zupfen. Schmeckt sehr, sehr gut. Das ist eine gute Alternative jetzt. So, sagen wir. Wir sind ja praktisch noch nicht so Veganer in dem Sinne. Wir wollen ja erst in die Richtung gehen. Wir sind ja gerade auf dem Weg dahin und finde es dann gut hier. Das Schöne an der veganen Bewegung ist, wir haben eigentlich das gleiche Ziel. Das bedeutet, es geht ja in erster Linie darum, halt die Tierethik und die Tiermoral. Ja? Da gibt es verschiedene Ansprüche. Der eine sagt, ich gehe über die Kosmetik, der andere sagt, ich gehe über die Sachen, der nächste sagt, ich gehe über die Schuhe. Das Veganz geht zum Beispiel über die Lebensmittel. Und ich habe gesagt, ich kann gut kochen, also gehe ich über das Essen. Ich versuche halt die Leute über das Essen hin einfach darauf aufmerksam zu machen, was es noch gibt. Guten Appetit. Unser Freundeskreis, die sind alles Fleischesser. Und ja, die passen sich uns zwar auch an und kochen dann extra was Veganes, aber so mal untereinander das zu machen, das fand ich schon echt lustig. Schön. So bist du noch nicht gehabt. Ja. Freitagabend im Restaurant Kops in Berlin-Mitte. Der Laden ist rappelvoll und Geschäftsführer Ilhami Terzi hat alle Hände voll zu tun. Und auch sonst ist das Managen eines veganen Restaurants eine besondere Herausforderung. Das ist eine völlig andere Art von Gastronomie. Also erstens mal ist es nicht nur so, dass wir vegane Speisen herstellen, sondern auch vegane Drinks rausgeben. Man muss sich halt unheimlich viel Wissen aneignen, was alles vegan ist. Man muss die Infos holen, ne? Man muss sich absichern, dass es auch wirklich alles hundertprozentig vegan ist. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Die Arbeit der Köche an den neuen Kreationen hat sich gelohnt. Das Leipziger Allerlei mit den falschen Flusskrebsschwänzen und Bennys veganes Spiegelei haben es heute probeweise auf die Tageskarte geschafft und finden auch schon erste Interessentinnen. Das Publikum im Kops ist bunt gemischt. Das Konzept heißt Vegan für Feinschmecker.
Was alle Gäste eint, ist die Neugier auf eine einfallsreiche, gehobene, vegane Küche. Man würde denken, dass in einem veganen Restaurant die meisten Leute vegan sind, die als Gäste kommen. So ist es nicht. Wir haben einen großen Teil an, ich sag mal, Fleischessern, ja, die davon gehört haben, die neugierig sind. Neugierig ist auch Koch Benny. Er will nun unbedingt selbst von den Gästen ein Feedback zu den neuen Gerichten bekommen. Beim Ei gilt hier wohl eher, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Sehr lecker, schön bissfest, super Konsistenz, gefällt mir sehr gut. Aber dieses Ei, ehrlich gesagt, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Also das ist nicht so meins. Ja. Das ist natürlich auch viel Effekt da auf dem Teller. Ja? Da geht es nicht wirklich darum, Spiegelei zu sich zu nehmen. Ja. Da geht es eher darum, Spaß beim Essen zu haben, vielleicht was Neues zu entdecken und auch überrascht sein. Dann komm wieder, auf jeden Fall. Und wieder haben die Köche des Kops zwei Nicht-Veganer überzeugt. Überzeugungsarbeit ist beim Supper Club nicht mehr nötig. Es gibt schon Stammgäste. Ich habe deiner Schwester schon gesagt, den Patrick haben wir lange nicht mehr gesehen. Wir freuen uns auf ihn. Ja. 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 Deine Mutter hat sofort ihren Stammplatz anvisiert, habe ich gesehen. Die Atmosphäre erinnert an ein großes Essen bei Freunden. Und wie beim echten Freundeskreis ist auch hier eine bunte Mischung aus Veganern, Vegetariern und Fleischessern vertreten. Schön, dass ihr alle da seid. Habt Spaß, lernt euch kennen und auf euch. Seid friedlich. Dankeschön. Seid friedlich, vertragt euch. Auch die Weine beim Supper Club sind natürlich vegan. Das ist nicht selbstverständlich, denn viele Weine werden mit tierischem Eiweiß geklärt. Das hat hier weder im Wein noch in den Speisen was zu suchen. Auch nicht im Kräuterquark, der die Zucchini krönt. Die Konsistenz ist perfekt. Das ist jetzt über Nacht im Kühlschrank richtig gut angezogen. Also so, dass es auch richtig schön cremig ist. Das ist jetzt das Wichtige. Schmecken tut's auch. Also mir jedenfalls. Ich hoffe, den Gästen dann auch. Für die leidenschaftlichen Gastgeberinnen ist das Feedback der Gäste ganz besonders wichtig. Was ich hier auch ganz toll finde im Vergleich zu einer klassischen Gastronomie, ist, dass wir wirklich direkt am Gast sind. Die Polenta war sehr fein im Geschmack und vor allen Dingen die Mayonnaise war ganz besonders. Die vegane Mayonnaise, ganz, ganz toll. Ich bin glücklich, dass ich auch fleischlos satt werde und auch nichts vermisst habe. Mangold war auch total super, ganz lecker. Also rundum ganz toll. Am Ende sind nur noch Glückshormone da. Alle sind glücklich, wir sind glücklich. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht missionarisch aus pragmatischen Gründen. Ne? Also aber wenn es, darf ich mal so sagen, wenn es in meinem tiefsten Herzen möchte ich natürlich, dass jeder auf Fleischmahlzeiten verzichtet und jede vegane Mahlzeit ja zu sich hat und denkt, es ist toll, ich fühle mich gut, es hat geschmeckt. Also es ist eigentlich die Belohnung. Es ist eigentlich der Grund, warum wir das alles machen.